Leute, herzlich willkommen. Spieltag 27 mit dem VfL Bochum hier im Karrieremodus von FIFA 15. Das ist allerdings nicht so wirklich positiv. Dann spielen wir heute mal in Schwarz, lassen die im Heimtrikot auflaufen und dann denke ich, das ist ein ganz guter Kompromiss. Ja, das Wetter ist gut bei uns daheim und ich mache, glaube ich, jetzt heute das wahr, was ich angekündigt habe, nämlich, dass wir uns den etablierten Spielern mal eine Pause geben. Und die einsetzen, die zuletzt eben nicht das große Glück hatten, da die Möglichkeit zu haben. Chimera würde ich auch nochmal gerne mitnehmen. Seirovic heute für, ich denke mal, der Danny Latza. Der zeichnet sich immer wieder nach vorne aus, sodass wir Seirovic heute mal als eher defensiven Sechser mitnehmen. Waldschmidt spielt, Reinholz mitnehmen für Terodde. Der bekommt heute eine komplette Pause. Genauso wie eben Terracino. Okay, Goric nehme ich nochmal mit für Chwilong. Und dann denke ich, das sollte doch eigentlich so passen. Gregoric dann lieber einwechseln, ne? Den Tarsaka dann auf der linken Seite lassen. Der ist auch noch nicht so müde. Aber Fabian müsste mal eventuell demnächst mal was machen. Dornebusch bekommt die Chance. Genau. War auch ein Kommentar, den ich gelesen hatte, dass, wenn es eben die Möglichkeit gibt, dass der junge Mann doch bitte auch mal die Chance bekommt. Waldschmidt, der Mann mit der 13 Silberlevel Flanken mit links. Normalerweise bin ich das gewohnt, mit Terodde das mit rechts zu machen. Geiles Ding. Und das nehme ich mit. Das kann nämlich an dem Punkt, glaube ich, nur noch schlechter werden. Spieltag 27. Na, wie ihr alle wisst, es gibt nur 34. Und die Zielgerade ist nicht mehr weit weg. Momentan stehen wir zumindest auf Platz 3. Das würde bedeuten, wir dürfen die Relegation spielen. Aber Union Berlin sitzt uns im Nacken. Und gegen die müssen wir nochmal. Ja, ich weiß zwar nicht, welcher Spieltag das ist, aber relativ spät. Also wenn es sich da noch nicht entschieden hat, dann könnte man in diesem einen Spiel eben alles verlieren, möglicherweise. Wenn die Konstellation der beiden Mannschaften auch weiterhin so bleibt. Und für Darmstadt geht es natürlich heute darum, sich da unten ein wenig Luft zu verschaffen, weil Platz 17 würde eben heißen, nach nur einer Saison ginge es wieder runter in die dritte Liga. Und somit würde man da rausfallen. Das ist natürlich komplett konträr zu dem, was die Hessen in der Realität momentan abliefern. Da stehen sie ja ganz weit oben und haben sogar Möglichkeiten, in die Bundesliga aufzusteigen. Na, ihr seht hinten, die schwarzen Flaggen sind immer noch da. Ich weiß nicht, was EA da verbockt hat. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass es irgendein Update gegeben hätte. Keine Ahnung, ganz, ganz kurios. Genauso wie diese Aufstellung hier. Der Darmstädter mit Ex-Lager Seiler vorne als Spitze. Und da haben wir unseren Torwart, der sein Debüt gibt hier. Felix Dornebusch. Das ist Schwelozzi. Und Darmstadt ein Anstoß. Durch Seiler. Dass es jung wird. Also die haben schon Talente, die Darmstädter, die es wirklich zu was bringen können. Und wir sollten uns da heute sofort mit Einsatz gegen wehren. Und da wir natürlich auch das Heimspiel haben, sollten die Fans uns auch unterstützen. Das ist Gondorf. Das war ein Mosaiksteinchen, was sich einige doch gewünscht hatten, eventuell da sich das näher anzugucken. Für einen möglichen Transfer. Ex-Lager, der meines Wissens ausgeliehen sein müsste hier nach Darmstadt. Das ist Marcel Heller. Den kenne ich noch aus einer Saison in Siegen bei den Sportfreunden. Da hat er mal gespielt. Damals war es eigentlich nicht ersichtlich, dass seine Karriere nochmal so Fahrt aufnehmen würde, dass er Zweitligaspieler ist, etablierter. Ah, vorne Waldschmidt. Hat er nicht einfach, aber er setzt sich da gut durch. Šestak, Seirovic. Das ist Latza, also beide Sechser im Zusammenspiel. Was sind die denn so aggressiv? Das ist ja heftig. Also die gehen ja hier am Anfang schon Tempo. Und legen eine Aggressivität in den Tag. Eine Galligkeit. Und du weißt gar nicht, wo du hinspielen sollst. Ich stehe hier sofort welche auf den Füßen. Jetzt haben wir hier den Vorteil. Den Vorteil, ja. Latza wollte schießen, wurde gestört. Also der hat einen Fuf, der Danny Latza. Den kann man auch gerne mal einsetzen. Tarsaka, das ist Pertl. Pertl, das ist der Spieler, der normalerweise nicht so weit vorne sein sollte. Das ist eher Celozzis Aufgabe. Flanke kommt und da hinten... Ja, Waldschmidt hat es schwer gegen die Nummer 5. Ich glaube, das ist Brejeri.
Der sehr groß gewachsene Innenverteidiger aus Frankreich. Jungwirt. Findet Gondorf, der kommt mit. Unten wäre Platz gewesen, der nimmt nochmal die rechte Seite mit. Wieder über Jungwirt. Ja, der jetzt auf Kempe abspielt. Kempe ja auch jemand, der bei uns im Fokus stand. Wir kommen nicht hin. Der Vorteil gepfiffen. Jetzt pfeift er den. Wo wir das vielleicht hätten klären können. Durch Fabian. Freistoß aus einer ganz, ganz hässlichen Position. Ich gehe mal lieber da in die Mitte. Ja, die Flanke kommt. Den haben wir aber da jetzt zu kurz geklärt. Wieder vor die Füße eines Gegners. Das ist Holland, auch ein ausgeliehener Mann. Ich glaube von Hertha BSC Berlin. Sirigu und die Möglichkeit und an die Latte. Und da war Dornbusch noch dran, glaube ich. Da war unser Keeper noch dran. Hier, tolle Möglichkeit. Und mit der Schulter hat er den abgelenkt. Gibt die Ecke für Darmstadt. Hätten wir schon hinten liegen können. Also das darf man durchaus mal als Glück bezeichnen. Torwart kommt raus, hat er. Er ist auch relativ groß gewachsen, der Keeper. Dass ihm diese großen Bälle da kaum Sorgen bereiten sollten. Ja, und so schnell kann man den Ball wieder verlieren. Also das ist noch nicht das Bochum, was wir kennen aus den letzten Partien. Gleich von Beginn an mit Druck. Jetzt pfeift er das wieder ab. Anscheinend da außen gegen Kemper ein bisschen hart reingegangen, gegen den Elfer. Und wieder so ein Freistoß. Ich gehe nach hinten auf die Linie. Ja, was gibt es? Sollte Abschluss sein. Ja, Dornbusch lässt sich den Ball geben. Wir haben ja gesehen, dass Michael Esser nicht verlängern möchte. Er hat auch momentan dann keine Lust, nochmal zu verhandeln mit uns. Das könnte eben dann die Lösung sein, mit Dornbusch da als zweiten Torwart reinzugehen. Und wir bekommen ja noch einen wieder. Weke. Das ist dann Keeper Nummer 3 quasi. Wäre eine Überlegung wert. Also ich werde da jetzt nicht Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um da Esser zu halten. Obwohl ich eigentlich schon fand, dass er eine gute Leistung gebracht hat. Aber wenn er nicht möchte, ne, wir haben das Bestmögliche getan, ihm nach seiner Verletzung da eine Perspektive zu geben. Aber gut, wenn er sie nicht annehmen möchte, dann muss er es lassen. Bulut auf Šestak. Sagen wir mal etwas mehr Platz. Bulut kommt wieder, bietet sich an. Oh, nur Bulut. Und jetzt auch bitte da pfeifen. Ja, Vorteil nicht eingetreten. Wir haben schon eine halbe Stunde vorbei. Und so langsam aber sicher, ich versuche das mal direkt da außen vorbei. Gottes Willen, nee. Das hätte ich mal lieber gelassen. Pertl hat, glaube ich, mal einen Freistoß reingeschossen in der Saison. Aber naja, gut, Hasaka nicht unbedingt der Freistoßspezialist, so wie es scheint. Ich hatte mit etwas mehr Effekt gerechnet. Ehrlicherweise. Na, schade, Gondorf steht da richtig. Also ihr merkt, es ist noch relativ holprig, das Ganze. Sowohl vorne als auch hinten. Das ist wieder Kempe. Legt sich den Ball etwas zu weit vor. Den haben wir. Wieder Bulut. Ja, der möchte es nutzen. Genau wie Kollege Sajirovic, den wir gerade eben gesehen haben. Das ist Pertl. Da ist Latza. Unten kommt er jetzt, der Sajirovic. Aber Šestak verliert den Ball. Holt ihn sich wieder. Hat ihn immer noch. Da ist jetzt unten der Ball. Auf die Nummer 14. Sajirovic. Abgelegt. Schlecht abgelegt. Das war nicht unbedingt das Problem von Sajirovic. Das war einfach sehr eng. Das war einfach sehr eng in der Situation. Aber ich glaube, nur so können wir da durchkommen. Mit Geduld. Die laufen. Die machen ein Pensum hier. Die müssen da normalerweise schon nach einer Stunde tot sein. Jetzt hat Celozzi die Chance. Celozzi. An den Arsch von Bregerie. Oh, Exlager. Stark gemacht. Starker Antritt hier vom Glatzkopf. Gondor wieder Exlager. Maurice Exlager findet Jungwirt. Ist sehr eng jetzt auch hinten bei uns. Und somit ist der Ball weg. Also es fehlt auch bei denen so ein wenig die Idee, da mal einen Akzent wirklich zu setzen nach vorne. Aber guckt euch den Einsatz an. Auch hier wieder. Da wird gerannt und gegrätscht und gemacht. Ich glaube auch, das ist der... Ja, der Knopf, den du teilweise drücken musst gegen Spitzenmannschaften. Und das tut uns weh. Weil wir auch hier wieder den Ball verlieren. Die rücken auch sofort nach. Wir haben jetzt nur noch 3 Spieler von Darmstadt in der eigenen Hälfte. Das wäre natürlich sehr gefährlich, wenn wir das mal irgendwann hinbekommen sollten, den Ball nicht sofort wieder zu verlieren, sondern da mal einen Konter zu setzen. Aber ist noch nicht der Fall. Das ist Sirigu. Jetzt haben wir ihn und auch nicht. Wieder Gondorf. Da unten ist Platz. Bulut guckt da nur zu. Und wieder tolle Parade vom Keeper.
Also Dornebusch ist heiß. Der will das hier nutzen. Der will das echt nutzen. Kempe. Die spielen hier, als ob sie in der Champions League angemeldet werden. Die finden die Lücke, ne? Die sind aggressiv. Torwart da, sehr schön. Und das ist schwach gewesen von mir. Warum werfe ich den denn da in die Mitte? Warum in aller Gottes Namen? Jetzt wieder die Chance für Darmstadt. Wir rennen uns da gegenseitig um. Gibt es das obligatorische Tor hier vor der Halbzeit für den Gegner? Das sieht man sonst online sehr oft. Und wir müssen ja zugeben, dass wir in letzter Zeit eigentlich kaum Gegentore kassiert haben. Das letzte gegen Heidenheim. Und zwei Gegentore, das ist lange her. Da weiß ich den Gegner schon gar nicht mehr. Naja, es ist ein 0:0, aber ich finde, es ist nicht langweilig, weil es sehr kampfbetont zugeht auf dem Platz. Wir versuchen uns da durchzumogeln und Darmstadt schmeißt alles rein. Braunschweig führt gegen Aalen. Und wichtig, Union Berlin liegt hinten 0:1 gegen Nürnberg. Ist natürlich noch nicht gegessen hier. Wir haben nicht mal aufs Tor geschossen. Und Darmstadt mit zwei sehr, sehr gefährlichen Möglichkeiten hatten mehr Ballbesitz. Ist zwar nicht viel, aber man merkt es. Und ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Jetzt wollte ich den Fabian auswechseln. Ich habe Chiamera natürlich da nicht für Holthaus eingesetzt, sondern für den Innenverteidiger, der da war. Blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Da muss er durchspielen jetzt hier. Hilft ja nichts. Ich kann ja keinen Außenverteidiger nach innen ziehen. Ich glaube auch nicht, dass der Schimonek nach außen kann. Das wäre auch verloren. Das wäre ja auch komplett verloren. Da haben wir Glück gehabt. Sajirovic, dass er den Ball wieder bekommt. Doppelpass. Ja, Scheißdack, so kann man hier nichts reißen. Da muss man dem Ding schon entgegengehen. Oh, das wäre jetzt mal klasse gewesen in der Situation. Danny Latzer, der läuft auch ohne Ende. Jetzt hat er Pech, dass er den Ball zwar angespielt bekommt, aber er kann ihn nicht mitnehmen. Abseitsposition. Da könnte ich mich aufregen hier. Genauso schwarz wie die Fahnen. Was soll er? Was will er da hinten? Was will er da hinten? Der Gianluca Walschmidt. Der hat noch einiges vor sich. Der muss noch einiges lernen, der Kerl. Jetzt haben wir die Chance, schnell zu spielen. Aber die hängt sofort auf den Pelz hier. Bulut. Das ist der Gorka. Das ist gar nicht der Brejeri. Gorka und jetzt die Chance. Jetzt die Chance. Also die haben wir jetzt liegen lassen. Aber es war zumindest mal ein Abschluss. Es war zumindest mal ein Abschluss. Ich bin ja schon froh. Wir gehen jetzt mal auf hoher Druck, weil wir müssen das selber jetzt mal machen. Ne, quasi den SV Darmstadt mit den eigenen Waffen schlagen. Insofern möglich, ne? Weil ich weiß nicht, ob euch das auch teilweise so vorkommt, dass ein hoher Druck, ein eingestellter, teilweise eher noch das Gegenteil bewirkt, dass die Spieler noch weiter wegstehen von den Gegenspielern. Ja, passt mir auf den Gondorf da hinten auf. Jetzt sind sie aber wie im Handball hier. Wie im Handball. Momentan läuft ja auch die Handball-WM. Die sieht man leider nicht im Fernsehen. Die ist in Katar. Meine ich gelesen zu haben. Oh, sehr schön von Tasaka. Aber der Ball kommt zum Gegner. Und da ist die deutsche Mannschaft sehr, sehr gut unterwegs momentan. Das ist umso ärgerlicher, dass man das nicht sehen kann. Ja, und da hat Darmstadt sich anscheinend ein bisschen was abgeguckt. Wie man da einen Gegner unter Druck setzen kann. Mit dem Spiel wie um den Kreis. Pertl schießt den Gegner an. Das sollte heißen, dass wir Einwurf bekommen, ja. Und jetzt gibt es einen Wechsel. Doppelpack. Milan, Ivana und Hanno Behrens kommen rein. Für Kempe und Gondorf. Wundert mich jetzt gerade ein bisschen, weil das eigentlich die Spieler waren, die vorne am meisten Dampf gemacht haben. Aber was können wir noch machen? Ich nehme jetzt Pertl mal runter. Und Celozzi, also beide. Wenn ich sie schon beide dabei habe, dann kann man das auch mal dann nutzen. Aber ärgerlicherweise jetzt eine Viertelstunde nach Beginn der zweiten Halbzeit immer noch keinen Torschuss. Wenn man der Statistik glaubt, aber wir hatten ja einen, wir haben es ja eben gesehen. Also das lügt sehr, sehr oft hier, das Spiel. Kann man teilweise dann zur Analyse heranziehen. Ja, sehr gut gemacht von Waldschmidt. Jetzt haben wir Chiamera zum ersten Mal am Ball. Chiamera chippt den auf. Szczęsny. Szczęsny kommt da vorbei. Sirigu. Ne, Gorka war es wieder mit der 5. Der da sehr gut den Ball abschirmt. Wieder der 5er. Und wir gewinnen den da im Zentrum nicht. Wir gewinnen den leider im Zentrum nicht. Da kann ich nicht ablegen. Ivana mit dem nächsten Fehlpass. Und der Fabian fühlt sich da nicht wirklich wohl. Da hinten. Oh, das ist gut von Waldschmidt. Das ist gut von Waldschmidt. Jetzt wieder gelegt.
Da wird er gelegt. Schiedsrichter pfeift es nicht ab. Für ihn anscheinend noch genug Ball im Spiel. Und auch hier in der Situation. Lässt er uns hier weiterspielen. Jetzt ist Abseits wahrscheinlich. Nee, jetzt hat er uns den Vorteil wieder zugestanden. Das ist Holthaus. Unser großes Talent auf der linken Seite. Wir haben, wie gesagt, die Talente. Ne? Wir müssen sie halt nur irgendwann fördern. Gute Flanke. Darmstadt klärt es. 20 Minuten haben wir noch. Abschlag von Blatins. Ja, jetzt stand doch gerade die Chance auf der Agenda. Gut, ich habe Gregoritsch noch dabei. Tasaka ist ja auch ein Dauerläufer gewesen in den letzten Wochen. Gregoritsch dagegen nicht so. Ne? Der hat seine permanent schlechte Form eigentlich nur spazieren getragen. Och, ja, sehr schön. Sehr schön gemacht. Na, das imponiert mir dann natürlich. Ne? Das war, glaube ich, Gregoritsch. Wenn ich schon Ansprüche habe, dass ich spielen möchte, dann sollte ich das durch Leistung untermauern. Das versucht er. Er kämpft. Pressing. Wir legen jetzt nochmal alles in die Waagschale für die letzten 20 Minuten. Weil die müssen doch immer mal müde werden. Aber wenn ich mir unten diese Balken angucke, da ist nichts mit müde. Der Ex-Lager, der rennt immer noch, als ob er Durat selber darin gefressen hätte. Und das ist Ivana. Oh, Ivana kommt da vorbei. Ich kann da nicht hingehen. Nicht wieder so einen blöden Elfmeter wie im letzten Spiel. Gegen Aue, genau war das. Jo, resolut. Resolut, ich glaube, mehr muss man da gar nicht zu sagen, wie Behrens da diesen Zweikampf angegangen ist, Ex-Lager. Passiert hier noch irgendwas? Passiert, oh, sehr gute Flanke. Den hat er sehr schön reingezogen. Hinten klären jetzt, Leute. Klären. Sahirovic, sehr schön. Bulut gegen Holland. Der schmeißt ihn da einfach mal weg. Und somit auch die Situation verpufft. Also es gibt heute Spieler, die haben gezeigt, dass sie Ansprüche haben, nicht umsonst, und andere eher nicht so. Und somit natürlich für mich dann auch sehr gut hier zu überprüfen, auf wen ich zählen kann, auf wen eher nicht. Ne? Ist für die Zukunft wichtig. Da kommt Gregoritsch, Tasaka macht Platz, gefühlte 2 Meter für gefühlte 1,50. Interessantes Bild. Alter Schwede, da hinten, klär den doch jetzt mal. Im Sturzflug da das Ding rausgeschossen. Also Darmstadt ist mir hier ein sehr unangenehmer Gegner. Chestak auf Gregoritsch. Unten ist Platz auf Holthaus. Holthaus, wieder Gregoritsch. Schlechter Pass, schlechter Pass. Aber auch nicht guter Laufweg von Waldschmidt. Also das ist noch nicht seine Welt. Gianluca Waldschmidt von Beginn an. Ich denke mal, für ihn ist die Joker-Geschichte einfach perfekt. Oh, mutig. Einfach mal Volley abgezogen nach dieser missglückten Kopfballabwehr von uns da hinten. Und was ist das denn schon wieder für ein Pass? Den verschenkt Darmstadt, weil es einfach zu hektisch geht. Dornebusch, das ist nicht der Torwart, das bin ich, ne, weil ich ja dahin drücke, wo er hinwerfen soll. Kann schief gehen. Und da merkt man dann, dass es der Tabellen 17. ist. Ne? Kannst du kämpfen, wie du möchtest. Irgendwo die Qualität ist dann doch irgendwo nicht vorhanden. Ne? Oder die Übersicht, die Ruhe vielleicht auch. Und die Ruhe hat uns heute teilweise dann auch gefehlt. Gregoritsch, komm, lauf. Lauf. Oh, nee. Ich renne da einfach Kilometer weiter geradeaus. So, den haben wir. Den haben wir und verschenken ihn sofort wieder. Danny Latza. Danny Latza bekommt aus 2 Metern nicht in Pass zu spielen. Ist ärgerlich, ne? Ist echt ärgerlich, weil jetzt dieses Spiel wahrscheinlich zu Ende gehen wird mit einem 0:0, wenn nicht doch noch hier ein Tor für Darmstadt fällt. Und wir die Chance verpassen, uns wirklich oben, ja, den Platz zu machen. Wenn Union schon verliert oder hinten liegt, dann müssen wir doch wenigstens gewinnen. Jetzt fault mir da bloß keinen mehr da hinten. Nochmal der Ex-Lager. Ex-Lager flankt Holthaus. Ex-Lager, den haben wir. Und Gregoritsch ins Aus. Nochmal Einwurf für die Gäste, für den SV Darmstadt 98. Den hat er jetzt. Und der köpft den schon wieder nach hinten. Also Gregoritsch, das ist nicht zweitligareif, was der hier macht. Holthaus. Und jetzt pfeift er ab, die Kröte. Wo wir nochmal eine Chance gehabt hätten nach vorne. Guck mal, wie viel wenig Leute da noch stehen. Ärgerlich. Es ist ein 0:0. Es ist lange her, dass wir überhaupt kein Tor gesehen haben. Weder von uns noch vom Gegner. Dornebusch kann sich feiern lassen. Ich denke mal, der hat heute bewiesen, dass er Zweitliga-Qualitäten hat. Sollte das mit dem Aufstieg klappen,
Dann muss man natürlich das Ganze nochmal überdenken, aber ich bin mir relativ sicher, dass man ihn in der zweiten Liga sehr gut aufbauen könnte. Ja, gucken auf die Chancen. Weniger Chancen insgesamt, weniger Ballbesitz, zwar mehr Zweikämpfe geführt, auch mehr Passgenauigkeit insgesamt. Beide Mannschaften in der Schussgenauigkeit sehr, sehr schlecht. Ich finde, das ist ein gerechtes Unentschieden. Ist halt schade für euch, für die Fans, dass man hier kein Tor gesehen hat. Platin sehr gut. Insgesamt würde ich sagen, solide Leistung der Darmstädter. Da kann man eigentlich nicht meckern. Ja, und bei uns genau dasselbe einfach. Ein Torwart, ein sehr guter. Und dann sehr viel Leerlauf, sehr viel Durchschnitt. Bulut 6,7, okay, also nicht so schlecht, wie ich das dachte. Union verliert 0 zu 2 gegen Nürnberg, Braunschweig 2-0 gegen Aalen, also beide Mannschaften dann nochmal einen draufgepackt. Was ist das? Da Scout? Der Scout ist anscheinend irgendwo. Ach, das hatten wir, glaube ich, geändert schon. Das müssten wir schon geändert haben in der letzten Folge, dass wir den weggeschickt haben. So, seit Ewigkeiten sehe ich nochmal eine Pressekonferenz. Aber wo ist der Brecheri? Ich habe die ganze Zeit von Brecheri eben gesprochen. Der war anscheinend irgendwo, nur nicht am Platz oder in Darmstadt. Ich habe keine Ahnung. Gegen 60 zu Hause. Also zwei Heimspiele jetzt in Folge. Eins ist schon vorbei. Mustafa Pekdemek von Beşiktaş. 26-jähriger Mittelstürmer. Ja, gefällt mir, ne? Gefällt mir. Das wäre natürlich als Bundesligist einfacher zu machen. Ich finde es teilweise wieder mal so ärgerlich, dass man selbst mit dem auflaufenden Vertrag, dass man dann jetzt nicht noch anfragen kann, hier ablösefrei verpflichten, ne? Das zieht EA auch immer durch, in jedem FIFA, immer wieder der gleiche Käse. Das nimmt einfach den Realismus, das nimmt auch irgendwo den Spielspaß weg. Wenn ich das nicht gebacken bekomme, in den 30 Tagen da im Januar irgendwas klar zu machen, habe ich dann halt wirklich für die nächsten 5, 6 Monate gelitten. Das ist einfach bescheuert. So, wir verunsichern 60. Und dann denke ich, da wir ja schon angekommen sein müssten beim Spiel. Ja, sind schon da. Auf die Ergebnisse und natürlich auch auf die Tabelle, die uns hoffentlich was Gutes erzählt. Da Union ja verloren hat, haben wir zumindest mal einen Punkt da gut gemacht. Wo haben wir es denn? 60 hat 2-1 verloren gegen Düsseldorf, unser Gegner, unser heutiger Gegner. Wenn ich mal kurz die Düsseldorfer danach suche, haben sie gegen Sandhausen verloren. Ah, okay, also Düsseldorf mit Licht und Schatten momentan unterwegs. Wenn man ehrlich ist. Und, Moment, das war nix. Ich muss nochmal runter. Nürnberg jetzt gegen Ingolstadt. Und die anderen sehe ich. Doch, die haben ja schon. Ne? Die haben ja schon. Wir ziehen jetzt quasi nach. Hier haben wir die Tabelle. 28 Partien hat Union schon gemacht. Die haben 3 Punkte Rückstand. Wir könnten auf 6 Punkte entschwinden. Aber wir können auch auf insgesamt 4 Punkte ranrücken. An die Düsseldorfer. Möglicherweise. 60 ganz unten. 16 Punkte abgeschlagen. Erst dreimal gewonnen in der Saison und auch erst 21 Tore geschossen. Schlechteste Offensive der Liga. Wir mit 42 schon sehr gut. Ja, und an der Stelle vielen Dank fürs Zugucken und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Euer Baumi. Ciao.